Also es gibt hier noch mehr Wanzen. Sollte ich mal checken. Vielleicht gibt es hier noch mehr Wanzen. Also die Schule ist groß. Da müsste ich echt eine Menge suchen. Gehen wir mal hier rum. Sportunterricht oder was? Hier ist die Tonhalle nämlich. Da. Ich mach eine Wanze. Mehr Rockkameras, ja. Bingo, eine Spycam. Warte, lass mich raten. Die bücken sich und spielen da ein bisschen Basketball. Ja, auf geht's. Na? Spielt ihr Mädchen hier öfter Basketball in den Schuluniformen? Hä? Ja. Wenn die hier draußen in der Schuluniform Sport treiben, hat die Kamera es wohl auf sie abgesehen. Sind sie Jagermeister vom Krimi-Club, oder? Die vom Tanzclub meinten, dass sie super athletisch sind. Ach, wirklich? Hübsch ist er ja. Oh ja. Herr Jagami-san, wollen Sie eine Runde mitspielen? Was? Tut mir leid, ich bin gerade bei der Arbeit, also... Oh, aber Sie haben nicht gerade nach unseren Schuluniformen gefragt. Klingt nicht nach Arbeit. Eher so, als wollen Sie in der Pause mit uns Spaß haben. Mattake. Das ist ja kritisch. Kritisch! Warum sollten Sie das sonst fragen? Ich wäre eine gute Lehrerin für Sie. Also gut, das reicht. Seht nur, wie rot er wird. Wie süß. Sie gucken immer so ernst. Ich wusste gar nicht, dass Sie auch süß sein können. Die Schule gibt mir echt den Rest. What the fuck? What the fuck? Nun... Ja. Was ist mit diesen Schülern an dieser Schule los? Ohne Scheiß. Die sind alle so merkwürdig. So, da lang. Weiter geht's. Warum sind die in der Schule alle so weird? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich das wüsste. Die Frage, ob das hier drin oder hier draußen ist. Du bist verdächtig, geh weg hier. Sind hier aber gerade nichts. Oh, dieses Geräusch ist so nervig. Striker. Warte mal, geht's hier nicht nach unten zu dem Tanzclub? Aber hier ist das Signal wieder schwach. Ich nehme an, das ist vielleicht draußen.
Geh mal kurz raus. Wenn ich den Ausgang für... Ach doch, hier, der Ausgang ist hier, super. Kurz hier. Halt nicht sicher. Ah, meine Ohren. Find's nicht. Habt ihr das gesehen und ich übersehe es einfach nur? Das muss doch irgendwo hier sein. Hier draußen macht das anscheinend gar keinen Sinn. Hätte sein können, aber wo ist denn das da drin? Ich gehe mal nochmal eine Etage höher. Bingo. Es ist eine Etage höher gewesen, okay. Das Signal kommt aus diesem Spind. Die Mädchen standen da gerade nicht. Hey, gibt es ein Problem? Sind Yagami-Sensei vom Krimi-Club, oder? Ah. Ja, ich sehe mich bloß auf dem Schulgelände um. Wisst ihr zufällig, wem dieser Spind gehört? Wenn ich mich recht erinnere, war das Misaka-Sans, aber sie hat gerade die Schule gewechselt, oder? Ja, der Spind wurde noch nicht wieder vergeben. Wäre es in Ordnung, wenn ich ihn öffne? Ich suche nach etwas Bestimmtem. Nur zu. Es sollte ohnehin leer sein. Oh, geht es um einen Fall? Ja, etwa in der Richtung. Ich mache, würde ich gerne dafür ganz freundlich die Hände schütteln. Für dieses schöne Piep abgeschlossen. Ich muss wohl das Schloss knacken. Würde mir gerne machen. Komm, knacken wir. Ist ja kein Problem. Ich bin Profi. Weiter. Eine Spycam, die versucht jemand durch die Spindtür, da versucht jemand durch die Spindtür zu filmen. Und die Kamera zeigt nach oben. Na. Hängt ihr hier häufiger ab? Ja, andauernd. Hier ist es schön sonnig. Die Spinde für die Mädchen sind in der Nähe, also ist das hier ein beliebter Pausentreffpunkt. Das hatte ich befürchtet. Jemand versucht in der Schule zu spannern. Ich sollte herausfinden, ob es noch weiter versteckte Kameras auf dem Schulgelände gibt. Jetzt habe ich eine Spur. Danke für die Hilfe. Was? Wirklich? Okay. Mir macht es aber Spaß, dieses Hinweise hier zu finden. Wo müssen wir jetzt lang? Diese bricht heimlich ein. Nein, ich habe die Schülerin gerade gefragt, ob ich da mal an den Spind darf. Die haben ja gesagt. War alles in Ordnung. Hatte die Erlaubnis. Bei dem Panzerknacker. Ich glaube, ich sollte mal runter. Oder wir gucken mal oben. Geh mal zuerst nach oben. Ich schätze mal aber, dass da unten irgendwie was ist, bei dem Baum.
Ich geh mal kurz ganz raus. Alles gut, Duri. Ich habe jetzt auch vergessen, dass die Panzerknacker eigentlich total schlechte Verbrecher sind. Schon zu lange her. Hier war ich ja schon. War nicht so einfach, dieses Signal zu finden. Oh, ich kann sogar hier hoch. Nur ganz knusper. Gibt's eine Treppe? Wusste ich nicht. Biegsames Gummi. Ah ja. Haben wir es wieder. Okay, das Signal finde ich jetzt gerade gar nicht. Ein Kack. Gib mir ein Zeichen. Geist, bist du da? Wird irgendwo in dem Gebäude sein. Das war ich nicht. Hier ist das am meisten das Signal. Also blinkt auf jeden Fall. Aber war ich nicht gerade da? Schreib ins Buch. Warte mal, geht's nicht hier auch nach oben? Ich glaube, das ist ja alles hier so ein bisschen aufgeteilt. Wenigstens grün, aber es wird kein Balken mehr. Links wieder. Vielleicht auf dem Dach oder so? Wenn ich wüsste, wie ich zum Dach komme. Welche Treppe waren das? Ich habe keine Ahnung. Aber hier unten ist nichts. Das muss oben dann wahrscheinlich sein. Wir sind zwar jetzt hier im vierten, aber ich finde die Tür nicht zum Dach. Die vielleicht auf der anderen Seite. Was ist denn das hier eigentlich? Das Lehrer... Nee, das Lehrerzimmer war am zweiten. Das sind Spiele. Das ist der Gaming-Club hier? Geil, will ich mitmachen. Wenn es so eine Clubs gibt, dann würde ich da mitmachen. Einfach so nach der Schule direkt da zocken.
Beziehungsweise während der während der Schulzeit. Das wäre doch toll. Wenn ein Klo. Aber hier wird nichts sein. Weil Männerklo sind keine Röcke. Mädchenklo darf ich nicht rein. Hier sind die Typen. Der Robotikclub. Hallihallo, schön dich kennenzulernen. Ah, hallo. Ich bin Yagami, ich bin der Betreuer des Krimi-Clubs. Wie heißt du? Ich bin, achso, der Kuro Masaki aus dem zweiten Jahr. Dürfte ich fragen, was du gerade machst? Das sind Baupläne, ich bin für die Entwürfe zuständig. Oh wow, das klingt echt toll. Sind die Zeichnungen da für den Robotik-Wettbewerb? Ja, unglaublich, die sind von dir? Ja, ist der vielleicht total schüchtern? Oder wir sollen einfach nicht mit denen reden. Hallo Smoothie. Lost Judgment, wie ist es denn? Ist mega geil. Das Spiel ist mega geil. Es ist wieder weird mit seinen Nebenaufgaben, aber von der Hauptstory wieder richtig krass. Ist schon sehr spannend. Aber die Nebensachen sind wieder, ja, man kennt. Sehr crazy. Und du denkst dir einfach nur, was habt ihr geraucht? Ich bin der Smoothie und ich gucke deinen coolen Stream an. Hihi! Ich bin Yagami, ich bin ab heute euer externer Berater. Schön, dich kennenzulernen. Das passt gerade zum Kennenlernen gerade hier. Er hat mich komplett ignoriert. Entschuldigung, wie heißt du? Takamori Shion. Ich bin für die Konstruktion zuständig. Mhm. Und was gehört alles dazu? Sich an die Baupläne zu halten und den Roboter zu bauen. Ah, du baust ja also. Klingt toll. Was für einen Roboter baust du gerade? Ich habe gerade echt viel zu tun. Tut mir leid. Mein Fehler. Entschuldige die Störung. Ich muss wieder an die Arbeit. Dürfte schwierig werden, diese Bande dazu zu bringen, sich mir zu öffnen. Stimmt, das habe ich ja letztens voll vergessen, mit allen zu reden. Alle hier halten sich bedeckt, ein Unterschied wie Tag und Nacht zum Tanzclub. Ist soweit. Was? Oh. Owen, bis er mit dir spricht. Judgment war crazy, aber Smoothie steht im Duden bei crazy, muhaha. Werde ich gleich kontrollieren. Das Trainingsspiel. Ja, stimmt. Hattest du vorhin erwähnt, anhand der Daten aus den Übungsspielen nehmt ihr notwendige Verbesserungen vor. Korrekt. Na. Dürfte ich zuschauen? Na schön. Solange sie uns nicht in die Quere kommen. Natürlich nicht. Ich bin mucksmäuschenstill. Mögen mich wohl nicht besonders. Ein Roboterfight? Eigentlich wollte ich ja nach einer Wanze suchen, aber gut, dann machen wir das halt als erstes. Auf diesem Platz finden die Spiele der RE Robo Rally statt. Mann, oh Mann, sieht echt professionell aus. Ich bin Matsunaga von der West Mitsuya High. Ich freue mich schon auf das Spiel heute. Ich bin Okitegawa von der Serio. Freut mich. Bin überall im Dun reingepostet. Was? Ist das denn Takamori. Ernst? Was ist denn Takamori? Misosaki kommt heute nicht. Was? Wie meinst du das? Er hat sich beim Leichtathletiktraining den Finger geklemmt. Ich habe ihm doch gesagt, dass er sich von dem Turnier auf dem Robotico konzentrieren soll. Was ist denn? Misosaki ist vom Leichtathletikteam. Ich habe ihn gebeten, den Roboter als Gastfahrer zu steuern. Er hat sich also den Finger geklemmt und fährt deshalb aus. Kann den sonst noch jemand aus dem Club lenken? Ja, also. Weiß ich? Auf gar keinen Fall. Ich bin total schlecht. Ich bin berühmt für meine Tollpatschigkeit. Die Roboter sind funkgesteuert, daher sind sie recht unkonventionell. Misosaki gehört nicht zum Club, aber hat Erfahrung. Deshalb habe ich ihn um Hilfe gebeten. Verstehe. Okay, wie wäre es mit mir? Ja. Nein, nicht Takamori. Was? Warum bitte nicht?
Genau deshalb. Du hast eine total kurze Lunte. Wir können niemanden gebrauchen, der mitten im Spiel ausflippt. Das wird nicht passieren. Ungesteuert, hm? In dem Fall. Dürfte ich ihn steuern? Was? Yagami-san? Ich arbeite relativ häufig mit einer Drohne, deshalb kenne ich mich mit einer Funksteuerung aus. Sie steuern Drohnen? Wie lange machen Sie das schon? Etwa 5 Jahre. Und ich denke, ich würde auch mit einer noch heikleren Situation zurechtkommen. Oi, oi. Auf keinen Fall, das können Sie vergessen. Was reden Sie denn da? Ich will aber keinen Roboter steuern, oh Gott. Kurze Lunte. Ja, Klaus, komm, du fühlst dich da angesprochen. Also gut, Yagami-san, bitte steuern Sie den Roboter. Ha? Was? Du Beschissener! Das ist das Beste, was wir jetzt tun können. Es ist die optimale Lösung. Oh nein, nein, nein. Warum denn jetzt? Er ist doch nicht mal im Club. Ich sollte das machen. Wie schon gesagt, reines Ausschussverfahren. Hey, der Typ da ist doch Lehrer, oder? Ja, und? Bei der Robo-Rallye sind auch Erwachsene zugelassen. Das dürfte kein Problem sein. Ja, aber... kannst du mir die Steuerung zeigen? Ja, natürlich. Gib uns etwa 5 Minuten. Was? Na schön. Was? Es gibt ein blaues und ein rotes Team, die mit 3 Robotern um ein Territorium kämpfen. Auf einem Schlachtfeld, das aus verschiedenen Feldern besteht, nimmst und platzierst du Blöcke, um das eigene Territorium zu vergrößern. Nehmen wir jetzt Tetris? Du gewinnst, wenn einer der folgenden Bedingungen erfüllt ist. Dein Territorium erhaltene Felder ist bei Spielende größer als das des Gegners. Du nimmst die Basis des gegnerischen Teams ein. Ich dachte, wir zerstören uns gegenseitig. Die Basis ist die Ausgangsposition zu Beginn des Spiels. Wenn ein Roboter zerstört wird, kehrt er dorthin zurück. Okay, wir zerstören sie auch. Roboter, die Schaden erleiden und zerstört werden, müssen zur Basis ihres Teams zurückkehren und können vorübergehend nicht am Spiel teilnehmen. Dank der neuesten technischen Fortschritte können sie alle Funktionen über ihr Smartphone steuern. Oh wow, das ist wirklich wie bei der Drohne, damit komme ich klar. In einem Match steuern sie direkt die Haupteinheit und bilden gemeinsam mit 2 anderen KI-gesteuerten Einheiten ein Dreierteam. Wir haben aber nicht viel Zeit, deswegen zeige ich ihnen die Grundlagen nur mit der Haupteinheit. Also eine kurze Einführung in die Bewegung eines Roboters. Ich erkläre Ihnen, wie Sie Blöcke aufnehmen und platzieren. Laut Regel gewinnt das Team, das am Ende das größte Territorium, also die Felder, kontrolliert. Diese Technik ist also am wichtigsten. Blöcke erscheinen an bestimmten Punkten des Schlachtfelds. Bewegen Sie den Roboter zuerst zu dem Block. Jetzt haben Sie den Block aufgenommen. Verbündete Einheiten können Blöcke aufnehmen, die dann automatisch auf die Haupteinheit übertragen werden. Weil nämlich nur die Haupteinheit Blöcke platzieren kann. Okay, platzieren Sie jetzt Blöcke. Okay. Oh Gott, ich muss auch noch dann richtig mich hin platzieren. Blöcke können nicht platziert werden, wenn sie auf dem Territorium ihres Teams überlappen. Wir müssen also beim Platzieren versuchen, möglichst wenig Lücken zu lassen. Sag ja, Tetris, eine Mischung aus Tetris und Minecraft. Ein Territorium stehlen. Platziere den Block, den Guide entsprechend und über das gegnerische Gebiet. So, jetzt erkläre ich Ihnen, wie Roboter angreifen und Schaden verursachen. Bei diesem gefährlichen Tauziehen geht es nicht nur um den Kampf um das Territorium, sie können auch mit ihren ausgerüsteten Waffen den Gegner angreifen. Der Roboter, den sie steuern, hat einen Bohrer. Greifen Sie den Gegner vor sich an, indem Sie ihn rammen. Also rammen und bohren, da sehe ich mich. Gut. Bohr dich! Komm her! Zerstörte Roboter kehren automatisch zu ihrer Basis zurück und können zur Strafe für eine bestimmte Zeit nicht ins Spiel zurückkehren. Bitte was?
Bleiben Sie bis zum Ende des Matches wachsam und tun Sie alles, damit Ihre Haupteinheit nicht zerstört wird. Oh Gott, Schöne. Ich glaube, ich habe das Prinzip verstanden. Das könnte klappen, oder? Hey, macht endlich hin! Wir kommen. Entschuldigung, dass sie so lange gedauert hat. Ja, wir kommen jetzt zum Bohren. Ich würde gerne sehen, zu was sie fähig sind. Aber klar doch, überlass es nur mir. Okay, ich habe gar keinen Plan eigentlich. So, jetzt kommen wir. Stechen, bohren. なかなかの腕だ。問題ない。よし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 。
Schon mal was von Heckordnung gehört? Warum willst du das einem Fremden überlassen, der heute zum ersten Mal aufgekreuzt ist? Das ist die optimale Lösung. Was? Wenn du diesen Misosaki für mich absägen willst, fühle ich mich... Nein, nein, er hat ehrlich gesagt gar keine große Lust dazu. Er scheint mehr am Leichtathletikclub interessiert zu sein. Ach echt? Ja, wirklich. Er wollte aus dem Robotikclub aussteigen, deshalb wollte ich ihn nicht für das Turnier. Wenn das so ist, dann ist das ja kein Problem. Ich muss da mal Yagami-san. Vielen Dank im Voraus. Na doch, kein Problem. Ihnen rede ich kein Wort. Geh in die Ecke und heul. Damit habe ich dann wohl den Robotikclub erfolgreich infiltriert, aber mich mit den Anfreunden, da steht auf einem anderen Blatt. Ich muss irgendwie das Vertrauen der Clubmitglieder gewinnen, damit ich mehr Informationen aus ihnen herausbekomme. Aber davor sollte ich mich bei Amasawa melden. Die hatte Angst, dass der Robotikclub mich gar nicht erst aufnimmt. Aha. Mir brennt mein Auge. Der Anime-Brillen-Handgriff-Move. Ja, dieses nach oben, denke ich, meine Brille. Finde ich. Ah, es brennt gerade. Ich hoffe, das geht gleich weg, sonst muss ich die Kontaktlinsen rausmachen. Lindschein versteckt sich. Ich glaube, ich weiß, wo Brillenschan ist.